Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play The Darkest Dungeon. Beim letzten Mal lief es ganz gut, keiner gestorben, obwohl wir, glaube ich, wieder einen an Death's Door hatten. Das war, glaube ich, unser guter Highway to Hell hier. Oder war es doch der... der Fangtree war es nicht. Das war wahrscheinlich unser Highway to Hell. Dahin war er geradewegs unterwegs in die Richtung. Gott sei Dank konnte man den nochmal zurückholen. Und wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, ich habe ein bisschen was abseits hier der Aufnahme gemacht, weil das wahrscheinlich gar sehr langweilig geworden wäre. Und zwar habe ich unseren guten Recken hier neue Namen verpasst. Also nicht neue Namen, sondern einen kleinen Namenszusatz. Ich möchte jetzt so ein bisschen in Squads einteilen. Das macht es mir einfacher hier in der Übersicht. Und ja, eben die auseinander zu kennen, und man sollte auch darauf achten, dass die halbwegs das gleiche Level alle haben. Das ist ja eh schon nicht mehr der Fall. Da ist der Sherlock bei weitem voran. Soweit ich weiß nämlich, dann später kann ich mit bestimmten Helden, die zu hoch oder zu niedrig vom Level her sind, gar nicht mehr dann auf Quests gehen. Habe jetzt dann trotzdem mal hier mir zwei Teams schon rausgesucht. Also der Sherlock A1 ist also im A-Team sozusagen. Nicht zu verwechseln, nicht verwandt oder verschwägert mit B.A. Baracus. Oh, ja, der war schlecht, okay. Und ist an der ersten Position. Unser guter Patrice hier, der Bounty Hunter, ist dann an der zweiten Position im A-Team und so weiter und so fort. Habe hier eben vorne einen Heavy Hitter mit dem Crusader. Dann hier den Bounty Hunter, der Gegner auch nach vorne ziehen kann, damit ihn der Kreuzritter später dann auch erledigen kann. Dann einen, der mir Damage auf mehrere Positionen machen kann. Und eine Heilerin auf jeden Fall. Die muss mit. Im B-Team vorne und hinten unverändert. Und auch an der dritten Position auch ein Highwayman. Da habe ich stattdessen aber an der zweiten Position den Gibar, unseren Man-at-Arms. Genau. Und für den dritten Squad hat es jetzt noch nicht ganz gereicht. Alle anderen habe ich mal hier nur anhand der möglichen Position eingeteilt. Also unser Leper ist natürlich Position 1 vorne. Dann hier unsere Aberlast, die habe ich noch gar nicht eingesetzt. Folion Tyvai an Position 3 oder 4 wäre auch eine Option. Da denke ich mir auch gerade, das wäre vielleicht auch was für den B-Squad hier, um auch ein bisschen mehr Abwechslung zu sorgen. Weil das Schöne an den Aberlasts ist, dass sie auch einen Heal-Spell haben, Battlefield Bandage. Natürlich nicht so gut wie bei einer Vestal, aber immerhin 2 bis 3 auf der ersten Stufe. Genau, also das alleine wäre eigentlich schon mal ein Grund, die da auch mitzunehmen. Wer sind da besser von den beiden hier? Die kriegt da mehr Stress in den Warrens. Okay, der positive Quirk ist eher vernachlässigbar. Und die Defy hat 2 positive Eigenschaften, Dodge und weniger Stress in Ruins. Suffers intense need to do specific actions. Okay, kenne ich nicht, den Quirk. Habe ich noch nie gesehen. Würde mal vermuten, entweder greift sie dann auch irgendwo rein, obwohl ich sie gar nicht befehle. Oder sie macht, das wäre natürlich blöd, im Kampf dann eigenständig Aktionen. Wäre sicher zum einen witzig, zum anderen wahrscheinlich ein bisschen blöd. Aber die ist mir trotzdem sympathischer. Gleich von Anfang an 2 positive Quirks. Dann machen wir das doch tatsächlich so. Damit es auch ein bisschen spannender wird, kommt unser guter Faintree. Du bist raus, Mann! So, er kommt mal weg hier. Und wen wollten wir jetzt nehmen? Ach Gott, mein Gedächtnis. Ich glaube, die Duvai. Ja, genau. Die kommt jetzt an Position 3 im B-Team. Und die ziehen wir dann auch nach oben. So, auf lange Sicht werde ich mir auf jeden Fall 3, wahrscheinlich sogar 4 Squads hier ja, einstellen. Dann muss ich noch einmal upgraden. Ich habe momentan nur Platz für 15 Leute. Apropos, wieso ich den aufgenommen habe, weiß ich nicht. Die Abomination möchte ich eigentlich nicht im Team haben. Und wen können wir stattdessen hier holen? Da wäre jetzt auch ein Okkultist dabei. Mit dem habe ich früher ganz gern gespielt. Der hat auch einen Heilspruch. Der ist allerdings sehr random, also der heilt 0 bis 12, also 12 ist natürlich ein Wahnsinn, aber es kann auch 0 sein, und zusätzlich mit einer 59%igen Wahrscheinlichkeit blutet dann auch der Geheilte. Also der schnetzelt da ganz ordentlich beim Zusammenflicken. Was hat denn der ansonsten so?
Okay, er markiert das Ziel. Das wäre ganz gut im Zusammenspiel vielleicht mit unserem Gibar oder auch mit dem, sag schon, mit dem Patris. Die machen da ja mehr Schaden, wenn jemand markiert ist. So, bleiben wir da ganz kurz dabei, damit ich nicht wieder durcheinander komme. Wo war das jetzt? Hier, genau. Macht fast keinen Schaden. Ja, und der Dodge-Wert. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegner danach ausweicht, ist ebenfalls geringer. Hands from the Abyss. Hälfte Schaden, dafür hohe Crit-Chance. Und ein Stun obendrein. Allerdings, da muss er in Position 1 oder 2 stehen. Da möchte ich ihn eigentlich nicht hinsetzen. Demon's Pull zieht den Gegner nach vor. Das wäre eigentlich ganz schön. Und alle Leichen verschwinden. Ja, okay, ist fast ein bisschen Overkill dann. Naja, nicht unbedingt. So, das Heilen hatten wir schon. Weakening Curse. Minus 75% Schaden. Und der Gegner macht 30% weniger Schaden. Mhm, das wäre gegen Bossgegner natürlich eine Option, sofern die direkt angreifen. Ein bisschen Artillery trifft zwei Gegner, macht also relativ gesehen mehr Schaden in Summe. Und da haben wir noch Sacrificial Stab. Ja, das ist quasi seine Standardattacke. Dafür muss er aber in Position 1, 2 oder 3 sein. Also wenn, dann sehe ich ihn in Position 3. Auf jeden Fall. So, wir haben eh 3 Plätze frei. Ich nehme ihn mal mit, kann aber noch nicht versprechen. Moment. Lass mal runterscrollen. Kann noch nicht versprechen, ob ich ihn dann wirklich einsetzen möchte. Aber feuern können wir es ja immer noch. Sind die Kündigungsschutzgesetze ein bisschen laxer als in der heutigen Zeit. Ich guck gerade, bin schon wieder abgelenkt, ich guck gerade, ob wir noch einen Crusader mitnehmen für ein drittes Team. One, minus one speed. Naja, das müsste weg. Hat in der ersten Runde plus 4 Speed. Ja, ich meine, auf der anderen Seite bringt das wirklich so viel, weil das in der ersten Runde jemanden sofort platt macht. Das schafft er jetzt vielleicht noch in den ersten Missionen, aber später ist das sicher nicht mehr möglich. Er könnte jemanden stunnen natürlich dann dadurch, weil er vor dem Gegner drankommt. Mehr Blight Resist, ja, ist okay. Oder noch ein Plague Doctor. Wir gehen ins Puff, ist okay. Was immer du willst, Bruder. Minus one crit ist natürlich blöd. Dafür mehr Genauigkeit bei Range Skills und da hat er ja einige. Und er futtert nichts, wenn er genug Stress hat. Ja, das kenne ich. Ne, wobei ich es eigentlich umso mehr, je mehr Stress ich habe. Ja, auch okay. Wie machen wir unser drittes Team? Ich glaube noch ein... Ja, da sollten wir eigentlich unseren Leper hinsetzen mal, ne? Damit der auch mal was zu tun kriegt. Ja, das machen wir auch. Dann fangen wir mal an, ein C-Team zu bestimmen. Dann bist du hier auf C1. Du bist ein Dreierkandidat, mein Freund. C3. Und was haben wir noch? 1, 3. Also auch 3, 4, 3, 4. Heiler wäre noch gut. So. Ich nehme sie mal mit. A mighty sword arm anchored by holy purpose. Okay. Können wir eigentlich schon wieder upgraden? Na, zu teuer. Beides zu teuer. Ich brauche mehr Deeds. So, so viel dazu. Dieses Mal, nachdem das A-Team hier zum Teil gerade was zu tun hat, die werden ihre Quirks los, werden wir mit dem B-Team losziehen. Ich könnte es natürlich auch einmal kombinieren, damit ich die halbwegs auf ein gleiches Level kriege, oder? Ist es dafür schon zu spät?
Ich schick's mal gemeinsam los. Jetzt schauen wir zuerst noch, ob wir noch Fähigkeiten upgraden können sollen. Ja, yep, können wir und sollten wir auch. Smite kriegt auf... Achso, nee, habe ich schon. Sorry. Habe ich auch die richtigen... Ja, genau, der hat ja Holy Lands. Das macht bei dir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel Sinn, weil du jetzt ohnehin auch auf Position 1 stehst. Das haben wir mal ausprobiert. Na, komm mal her. B1. Upp. Das deaktivieren wir mal. Okay, er hat einen Battle Heal. Bulwark of Faith ist langweilig. Ja, da könnt ihr natürlich ein Ziel markieren dann für unseren Gibar. Ah, okay, nö, das bringt nichts. Der hat gar keinen Angriff, der davon profitiert, wenn der Gegner markiert ist. Oh, habe ich mich vertan? Dann ist das nur beim Bounty Hunter so. Okay, was geben wir ihm stattdessen? Stunning Blow, genau, das ist gut. Stunning Blow. So soll es sein. Einmal upgraden. Nicht vergessen auszuwählen. Den Fehler habe ich ja schon mal gemacht. Okay. So, B2, Giba. Ach so, ich grade da einfach mal alles ab. Aber gibt es eigentlich noch was Besseres hier? Retribution. Mark Target. Activates Repost. Ich glaube, da führt er dann einen automatischen Angriff aus. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich schalte es mal frei. Machen wir auch gleich ein Upgrade, kostet nicht viel. Das Command, glaube ich, können wir uns sparen. Okay, Bolster ist aber auch nicht wirklich besser. Schauen wir mal rein. So, was geben wir denn? Genau, das Command werden wir stattdessen weggeben. Geben wir ihm Retribution. Beim Bellow können die Gegner schlechter ausweichen und sind langsamer. Macht wahrscheinlich dann Sinn, wenn er der Letzte ist oder in einer Runde und die Gegner sind schon kurz vorm Sterben, haben aber noch genug HP, um einen Angriff auszuführen, dann kann ich sie vielleicht in der Runde darauf so verlangsamen, dass ich zuerst dran bin. So, Stun behalten wir, Crush behalten wir. Ist jetzt irgendwas besser als Bellow? Nö. Nö. Naja, doch. Nee, nur wenn er mit dem Leper unterwegs wäre, wäre das eine Option. Ja, nö, passt eigentlich so. So, haben wir überall abgegradet. Ach, verdammt. Die DeFi, die hat ja noch... Ach so, die kann ich nicht mal upgraden. Die ist noch jungfräulich unterwegs. War noch auf keiner Mission mit uns. So, und du bist schon gebufft. Schauen wir ganz kurz, ob wir dir da was anderes geben. Judgment ist okay. Dazzling Light ist okay für den Stun. Heal sowieso und der Party Heal auch. Mace Bash uninteressant. Illumination langweilig. Hand of Light unnötig, weil nur auf Position 1 und 2 einsetzbar. Gut, so viel dazu. Und zu guter Letzt, die haben immer noch die Trinkets drin. Da muss ich jetzt jedes Mal manuell wieder wegnehmen. Mühsam. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wer da das A-Team ist. Viel cooler wäre es natürlich, wenn das jedes Mal nach einer Mission automatisch hier reinwandert. Sonst noch... Oh, du hast noch was mit. Sieh an. Okay, das ist Leper only. Das kann ich ihm eigentlich lassen. Wir haben ja nur einen Leper. Das heißt, momentan gehört es auf jeden Fall ihm. Können, sollen wir jetzt noch jemanden zum Stresserbauen schicken? Ich würde sagen, wir nutzen die Chance. Selbst wenn wir die später irgendwann feuern. Aber, wobei das kostet ja 1000 Gold, ne? Für einmal. Nö. Okay, ich habe es mir anders überlegt. Tschüss. Wiederschauen. Gut. Ich glaube. Ach so, Nomad Wagon. Sollten wir auch nochmal abchecken. Diesmal nichts versehentlich kaufen, bitte. Mehr Scouting Chance, minus 10 Speed in der ersten Runde. Könnte man natürlich jemanden in die Hand drücken, der sowieso langsam ist. Ja, ich meine, so toll ist das Scouting jetzt auch wieder nicht. Ja, die Fallen würden natürlich aufgedeckt werden, ne? Nö, aber trotzdem. Ist mir ein bisschen zu teuer.
würde sagen, los geht's. Letztes Mal waren wir im Cove. Dieses Mal begeben wir uns zum Wield mit dem B-Team. 1, 2, ah, es geht wirklich so schön durchorganisiert um einiges leichter. Was kriegen wir denn da? Plague Doctor only. 30% Stun Skill Chance. Super. Da haben wir jetzt was mit, was wir unseren Helden geben wollen. Sollte ich vielleicht auch irgendwie mal anders anordnen. Das ist ganz schön. Ah, hier. Unequip all Trinkets. Okay, das können wir uns merken. So, hier glaube ich gibt's Beasts. Dann kriegt er das hier. Er muss sowieso nicht dodgen. Der muss noch ordentlich zuhauen. Ranged. Ne, plus 1 Speed zahlt sie nicht aus. Das ist nur für Vestal. Weniger Stressschaden. Gehen wir vielleicht jemanden anderen. Ach was, gehen wir es dir einfach. Gut ist. Okay. Range Skills. Hast du Range Skills? Nö. Wie viel Speed hast du? 3. Das ist hier plus 1 Speed. Wir hatten am meisten Speed. Wow, ich habe eine extrem langsame Party hier. Da sind wir wahrscheinlich überall als Letztes dran. Am besten ist noch ihre Chance hier. Geben wir hier 1 Speed mehr. Haben wir sonst noch was? Wollen wir Speed kriegen? Nö, ganz im Gegenteil. Was können wir noch machen? Mehr HP, weniger Damage. Genau, das passt ganz gut zu ihr. Ja, das traue ich mir nicht ganz. Also ich bin froh, wenn ich beim Deathblow dann überleben. So, aber du hast doch ja einen ganz guten Dodge-Wert. Aber dafür bekommst du hier bessere Ranged Accuracy. Ja. Und hier nochmal plus 5. Minus 1 Speed. Sind eh schon so langsam, ich weiß nicht. Nö, ich glaube. Ich glaube, ich lasse es damit gut sein. Genau, diesmal geht es in den Wield. Wieder eine kurze Mission. Dann statten wir uns aus. 2 Schaufeln. Das sind jetzt 12, plus ein bisschen was zum Futtern. Falls wir heilen müssen. Dann. So, diesmal nehme ich aber jetzt nicht mehr so viel von jedem Zeug hier mit. Skeleton Keys sind wichtig. Da wissen wir, wo wir es einsetzen. Ups, aber da reichen. Da reicht eines. Fackeln natürlich. 8. Ja, sicherheitshalber 10. So. Sonst noch was? Bandage haben wir eh eine mit. Das reicht. Ein bisschen Kohle sparen hier mal. Nur ordentlich upgraden können. Ja, sorry übrigens. Ich nehme mal an, wenn ihr das wieder hier seht, wird schon Mittwoch oder so sein. Dafür, dass jetzt so lange keine Episoden kamen. Also an und für sich sollte ich es immer schaffen, Montag bis Freitag eine Episode hochzuladen. Wochenende ist eher schwierig, da wird es eher selten dazu kommen, wenn dann am Sonntag. Eigentlich hätte auch heute, hätte am Montag nämlich eine Episode hochgeladen werden sollen. Spätestens am Dienstag früh, nämlich habe ich das beim Verlassen des Hauses in Richtung Arbeitsstätte das Video zum Hochladen gegeben und es hat nach 17% abgebrochen. Also unmittelbar nachdem ich es anscheinend auf YouTube hochladen wollte, einen Bildschirm abgedreht habe, 2 Sekunden nach wahrscheinlich hat es abgebrochen oder ist eben hängen geblieben und habe es erst heute am Abend dann gesehen. Ja. Das ist sehr schade, aber dafür immerhin habe ich jetzt schon ein kleines Polster an Episoden und sollte es somit schaffen, fängt schon gut an, oder jeden Tag eine Folge hochzuladen. Bin ja beim gemeinen Proletariat, das heißt ganz normal arbeitstätig und schaffe es ihm erst spät abends eine Episode aufzunehmen. Das heißt, das Hochladen am Abend geht sich meistens nicht mehr aus, dann wäre schon weit nach Mitternacht. Insofern brauche ich ohnehin ein bisschen Puffer, damit ich während ich am Abend aufnehme, schon immer was hochladen kann. Und das sollte eben ab jetzt fast immer klappen. Nicht böse sein, wenn es mal nicht geht, aber ich gebe mir da Mühe, dass das auch wirklich hinhaut. Habe ich da jetzt eine Kiste übersehen? Gott verdammt, wie komme ich denn da zurück? Das geht doch irgendwie. Ja, so hier. Wo waren die? Ach, der Baumstumpf. Ah, da war doch was mit Bandagen, oder?
Da war doch was mit Bandagen früher. Ja, oder auch nicht. Fackel? Nö. Gut, dann einmal reingreifen. Sometimes the tree is just a tree. Das war schon philosophisch. Okay, dann gehen wir halt... Moment, kann ich jetzt nicht umdrehen? Ich will aber jetzt wieder hier runter. Kann ich da auf die Tür klicken? Darf ich? Hallo? Ist mal aus dem Weg? Ach, ihr Penner. Aus dem Weg hier. Da rein, ja. Und da wartet schon einiges an Kämpfen. So, was müssen wir machen? Room Battles. Alle absolvieren. So. Auf jeden Fall also hier runter. Los geht's. So, ist das denn? Ja, das sind Beasts. Ah, okay. Habe ich eh schon gesehen. Und ich frage mich die ganze Zeit, was Beasts sind. Jetzt weiß ich's. Und merk's mir hoffentlich auch. So, was machst du? Machst du uns dann? Du machst uns dann. Wir hatten am wenigsten Stun Resist. Die haben 100 da vorne, kann ich vergessen. Und der da hinten hat eine gute Dodge-Eigenschaft. 15, ja. Das wird ein bisschen tricky. Da haben wir auch einen Stun, das bringt nicht so viel. Ja genau, da ist, versuchen wir mal das Retribution. Ne? Also, macht fast keinen Schaden. Markiert das Ziel und aktiviert Riposte. Und macht dann mehr Schaden bei Riposte. Keine Ahnung, ich probiere es einfach mal. Ich hoffe, er bringt ihn jetzt nicht gleich um hier. Nehmen wir doch mal den da hinten, den Penner. Er markiert sich selber und Riposte. Für zwei Runden. Und macht dann 5% mehr Damage. Ach so, dafür kriegt er aber hier mehr Schaden. Da hätte ich eigentlich hier bei ihr dieses Rallying Flare mitnehmen können. Naja, auf der anderen Seite möchte ich da wirklich den Zug dafür verschwenden. Naja, schwierig. Wie dem auch sei. So, wir haben jetzt jemanden markiert. Ach so, nee, wir haben uns selber markiert. Ach Gott, okay, das bringt uns wieder... bringt uns leider gar nichts. So viel dazu. Machen wir hier die Bola. Bola, Bola. Aber dann geht sie auf die letzte Position zurück. Die Fei wird mir gerade schon wieder unsympathisch hier. Ach, dann müsste sie eher auf Position 4 und mit der Westl Platz tauschen. Kann die an Position 3? Die könnte eigentlich auch genauso gut an Position 3, ne? Ja. Und du, könntest du genauso gut an Position 4? Ja. Okay, die beiden sollten Platz tauschen. Später. Zuerst mal geben wir ihr mehr Speed. Ach so, random Target bei Blindfire. Okay. Muss ich ja alles merken hier. Ganz schön kompliziert. Okay, jetzt haben wir unsere erste Krankheit. Der ist leider gestunt. So, wo ist die Krankheit von dir? Griping in the guts. Ah, okay. Nichts allzu Schlimmes. Kann schlechter heilen. Suppressing fire. Ach Gott, also ich weiß nicht. Ich bin todunglücklich hier mit unserer Arbalest. Irgendwie nichts so wirklich cool. Jetzt hat sie mehr Speed, dadurch ist sie früher drangekommen. Ist ja schön, aber... Ja, Bola macht Hälfte Schaden, aber eben das mit Knockback, das sind... Ja, wobei, ich mache das mit Knockback, weil wenn sie jetzt zurückrutscht, ist es eigentlich eh egal. Their formation is broken. Maintain the offensive. So, heilst du schon oder lebst du noch? Oder wie geht der Spruch von der Kehr? Wohnst du noch oder lebst du schon? Ne? 4 bis 6, ja, da heilen wir mal eine Runde. Und du haust jetzt einfach drauf. Sehr schön. Das ist gut. Da können wir die gleich ein bisschen aufheitern da hinten, um von morbiden Gedanken abzulenken. Und dann können wir gleich nochmal eine Runde heilen. Wunderbar. Und du machst ihn jetzt fertig. Random Target, das kannst ja nur du sein. Super.
nehmen wir alles. So, und die hat jetzt plus 10 Speed für 3 Runden. Ich meine, das ist schon nicht schlecht. Tauschen wir mal, so, bevor ich es vergesse. Du bist jetzt Nummer 4. Sorry. Und gratuliere zum Aufstieg, meine liebe Soneri. Du bist jetzt an Position 3. Mach was draus. Okay, weiter geht's. Fackel passt. Eine Kiste. Lea. Ja, genau. Die nehmen wir mit. Selbstverständlich. Und da erwartet uns wieder ein Kampf. Schauen wir mal. Ob es jetzt mit der anderen Aufstellung ein bisschen klarer wird, wie wir da am besten vorgehen. Fängt schon mal gut an. Spinnenviecher sind ordentlich überrascht. Macht wahrscheinlich, wenn dann in der ersten Runde Sinn, ne? Yep. Bei denen den Speed runterschrauben. Da ist wahrscheinlich Stun, der Spell der Wahl. Wer ist denn da schlimmer von denen? Ein Spitter oder ein Webber? Web klingt nach Stun, wenn ich mich richtig erinnere. Ein Spit? Ja, da unten ist sie. Blight, okay. Mhm, die sind fast gefährlicher. In Radiance may we find victory. So, und dann kannst du hier noch die... Naja, da war das dann jetzt falsch eingesetzt. Wie auch immer. Ja, schade. Genau, falsch. Oh, und 2 Dodge oben drauf. Dabei haben die doch jetzt weniger Dodge, oder? Ja, minus 6 Dodge und trotzdem noch ausgewichen. Penner. Na, markiert ist jetzt auch noch. Er widersteht hier allen Angriffen momentan. Kriegt aber ordentlich was ab. Wow, Wahnsinn, wie viel Blight Resistance hatten unsere Kreuzritter. Er muss auf jeden Fall jetzt schon geheilt werden. Ganz schön arme Sau da vorne. Aber dafür haben wir ihn, ja. Ist ja ein bisschen unser Tank. Er könnte sich jetzt natürlich auch selber hier zur Verfügung stellen als Ziel. Machen wir das. Und zwar auf den ganz hinten. Da kommt unser Kreuzritter nämlich nicht dran. Du nimmst die Bola. Oder Suppressing Fire. Nee. Das macht zu wenig Schaden. Ein Sniper schon markiert ist niemand bei denen. Das kann ich eigentlich fast vergessen. Blindfire ist im Random Target. Und gibt sich selber mehr Speed. Ah, okay, ich Idiot. Das gibt den Gegnern einen Knockback. Mhm, naja. Dann müsste ich sie also gar nicht an die vierte Position setzen. Ist aber eigentlich auch egal. Auf 3 oder 4, das macht keinen Unterschied. Greifen mal zu. Hier. Schön. Schön, schön. Ach Gott, ich bin nicht ganz glücklich mit ihr nach wie vor. Ein Sniper-Shot zum Beispiel. Kann man vergessen. Oder, ja, nee, nicht vergessen, aber das 50% mehr Damage gegen Mark, das haben wir eben nicht. Suppressing Fire ist okay, macht aber kaum Schaden. Der Gegner wird halt ungenauer und... macht weniger Crit. Weniger Chance auf einen kritischen Treffer. Das Bola ist ganz okay, macht halt minus 50% Schaden, trifft dafür 2 Gegner, das heißt, das gleicht sich aus. Und der Gegner wird nach hinten geworfen. Ansonsten Blindfire macht minus 10% Schaden und sie gibt sich selber mehr Speed. Also die beiden sind eigentlich noch am nützlichsten. Ja. Naja, ich hoffe, das ist nicht zu langweilig hier, dass ich da ewiger rumlabe und überlege, was hier da wie am besten wäre, aber im Hinterkopf habe ich immer schon so die Zusammenstellung unseres Teams. Auf der einen Seite ist es natürlich langweilig, wenn man da immer nur die gleichen nimmt, auf der anderen Seite
finde ich halt die altbewährten Charaktere, die es auch vor den ganzen Updates gab, finde ich irgendwie noch cooler momentan. Na, mal schauen, ich gebe auf jeden Fall noch hier eine Chance. So, das sieht mir wieder nach einem Bellow aus, weil die ohnehin so gut ausweichen können. Dann gibt's... Ah nee, dann heilen wir hier unseren Crusader. Und du schwingst die Bola. Hm? Haben wir jetzt verklickt? Nö, oder? Weiß nicht. Egal, Hauptsache tot. Smite und tschüss. Das war einfach. Ist aber auch jetzt wirklich wieder deutlich einfacher, ne, als beim letzten Mal die Mission auf der ersten Stufe. I sense the work of spirits. Na, dann grab mal rein hier. Zu alter Leichenschänder. War es noch eine Krankheit? Ne, resist. Aber es hätte fast noch eine zweite Krankheit gegeben. Naja. So, da brauchen wir eine Schaufel. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Malformed with misintent. Und ab dafür. So, menschliche Gegner. Vor allem die hinten hier, die Kultistinnen, die machen mir ein bisschen Sorgen. Die verteilen ordentlich Psychoschaden. Das könnte was für einen Stun werden, ne? Ja, ich denke schon. Licht können wir auch ein bisschen was gebrauchen. Ja, machen wir hier mal einen Stun-Versuch. Das hat geklappt. So, jetzt eine Bola für die beiden vorne, dann hätten die auch einen Knockback. Okay, einer hat widerstanden. Einer ist nach vor gerutscht. Ah, und der konnte sich selber wieder nach vorziehen, Penner. Er macht mir schon ein bisschen Sorgen hier, unser Crusader. Stunning Blow. Hm. Ja, ich glaube, ich gehe nochmal hier auf Stun. Eine Sorge weniger für die nächste Runde. Wir haben doch auch einen, der macht mehr Schaden, wenn der Gegner gestunt ist. Muss ich nachher mal nachsehen, wer das ist. So, und du machst auch einen Stun. Und zwar auf die Troller da hinten. Ach nee, nicht auf die. Boah, das war jetzt Schwein, weil die war eigentlich widerstandsfähiger gegen Stun. Das war jetzt Glück. So, das wären auch genau die beiden gewesen, die gerade dran sind. Wieso bist du... Ach, du rückst nach vorne. Forward one. Okay, habe ich auch übersehen. Ist das tragisch? Nee, du kannst auch in Position 2 stehen. Und du kannst auch in Position 1 stehen. Das macht eigentlich von den Fähigkeiten her keinen Unterschied. Na, lernen wir überall was dazu. So, jetzt ein Bellow. Oder machen wir das mit dem Riposte. Hm. Wie viel Damage macht Crush? 6 bis 12. Das könnte schon reichen. Versuchen wir es. Naja, nur 6. Das Minimum. Aber da kann sie jetzt eingreifen. Hier Dazzling Light. Oder noch besser. Nee, Judgment. Nee, zahlt sie nicht aus. Das macht minus 75% Schaden. Das macht nur minus 20%. Ist also besser. Okay, das ist ja auch ein Stun. Ja. Und ein Crit haut sie da raus. Burn in the Holy Flame. So ist es, du Bastard. Okay, unsere Arbalest wieder. Hm, das wäre vielleicht eine gute Gelegenheit für Blindfire. Dann kommt sie in der nächsten Runde nochmal dran vor den anderen hier. Und sie kann auch die da hinten treffen. Super. Ah, ach so. Krutzi. Ich vergesse es dauernd. Das ist ein random Target. Da kann ich nicht zielen. Da könnte man bei dem sogar jetzt den Spell mitnehmen. Mit Holy Lance, dass er eins nach vorne geht. Statt... Ja, aber die anderen finde ich eigentlich alle geiler. Bringt das eigentlich was ansonsten? Nee. Meh, sage ich mal. Ganz klar das Meh meinerseits. Macht 5 bis 9, der vorne hat nur noch 6 HP. Das heißt, das versuchen wir auch. Und es hat geklappt, wunderbar. Naja, es gibt wahrscheinlich noch zweimal die Stressful Incantation. Bola zahlt sich nicht aus.
Mir ist noch Blindfire. Echt, es war zu wenig. Ha. So, was machst denn du? Du solltest mal heilen hier. Du machst hier eine von den beiden Trullers platt und du gibst jetzt der letzten den Rest. Soll ich dir... Ne, Bandage habe ich Gott sei Dank vollkommen verschwendet. Wäre auch schade, wenn ich dich da hätte jetzt heilen können. Das wird ein Crush. Und was für einer. Mitten auf die 12. Schön. Nehmen wir alles mit. Und da wartet schon der nächste Kampf auf uns. Im Gegensatz zu den letzten paar Runden. Ach, der kann ja nicht die Finger von den Leichen lassen. Also ihr zwei da vorne. Ah ne, ist eh nochmal der Kreuzritter. So, was ist jetzt? Okay. Nicht schlecht. Ein Porträt. Da wäre ich mal gespannt, wo er das rausgezogen hat. Also ich muss schon sagen, diese Kreuzritter von früher, die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ein bisschen nobles Benehmen hätte ich mir da schon vorgestellt. So, nächster Kampf. Sollen wir euch beide jetzt eigentlich tauschen oder nicht? Nein. Wir tauschen nicht, sondern wir passen uns den... Wir passen uns der normativen Kraft des Faktischen an, wie es so schön heißt, und stellen die mal nach vorne. Und stellen die mal eben so um. So, die Typen kenne ich noch. Die verursachen vor allem Blight. Blightschaden. Okay, das wird eine Bola oder ein Suppressing Fire werden. Was für eine Accuracy haben denn die? Sehe ich hier nicht. Dann wird es eine Bola. Schauen wir mal, dass wir die beiden da vorne fertig machen. Na schön, sind schon mal ordentlich durcheinander gekommen. Dadurch gibt es vielleicht den einen oder anderen Spell, den sie jetzt nicht einsetzen können von der letzten Position aus oder von ganz vorne. Sieht aber eigentlich nicht so aus. Nochmal. Ja, im Prinzip kann ich den jetzt auch wieder nach hinten holen, durch Rampart. Ich meine, er ist schon markiert. Das ist eigentlich vollkommen egal. Nee. Wir versuchen uns mit einem Stun. Wunderbar. Dann heilen wir. So schön einfach bei der Heilerin. Da muss ich nicht lange überlegen, was für ein Spell. Die heilt einfach auf Teufel komm raus. So, schaffst du es den Knilch da? Ne, der hat 14 HP. Der hat auch 14. Der ist gestunt. Das heißt, ja, ist eigentlich egal. Ne, ist nicht egal. Wenn er Crit macht, dann stirbt wenigstens der da vorne. Und der andere ist gestunt. War jetzt nicht so, aber war, glaube ich, der richtige Move. Jetzt haben wir alle wieder ein bisschen runtergezogen. Vom HP her. So, und du machst jetzt 5% mehr Schaden, richtig? Du hast doch... Nee, ja, wir haben es dann eingesetzt, genau. Und jetzt sollten wir auch jemanden mitnehmen. Damit er gar nicht mehr erst drankommt. So weit, so gut an und für sich. Und kaum sage ich, es gibt schon Crit. So, Bola unsinnig. Blindfire auf irgendjemanden möchte ich nicht, weil wenn sie da jetzt die Leiche trifft, wäre das natürlich blöd. Dann wird es wohl ein Sniper-Shot werden. Vielleicht können wir den da... Ah, schade. Mitnehmen, der eher drankommt, leider nicht. You failed me!
She's on fire, na bitte. Naja, nicht ganz. Ihr Blut brennt in den Adern, sozusagen. Macht nichts. Nochmal. Jetzt haben wir es aber schön gesehen. Da kommt sie gleich nochmal dran in der nächsten Runde. Nochmal Blindfire. Du heilst nochmal. Könnte ich eigentlich mal meine Medicinal Herbs einsetzen, glaube ich, zum Heilen. Das wäre wahrscheinlich nicht so unschlau. Mal ein bisschen Stress abbauen zwischendurch. Und du machst den da hinten jetzt kaputt. Ah, das ist ja nett. Der kommt mir entgegen. Das passt natürlich super. Anti-Venom habe ich nicht. Okay. Tja, dann halt nicht. Wer nicht will, hat schon. Machen wir dann Sniper-Shot. Das macht am meisten Damage. Das macht ganz normal. Minus 80, minus 50, minus 10. Okay. Sniper-Shot it is. Ja, nur 4. Es ist ja nix. Und du musst auch eigentlich... Ich muss da fast mal ein Partikel raushauen. Das macht... Ach, eins für jeden. Ja, das ist aber großzügig. Mach den Platten, na Gott sei Dank. Okay, schon langsam wird es handelbar, das Ganze. Ja, nur der Typ da, der steht jetzt immer noch ganz hinten. Der letzte. An den kann man natürlich schwer ran, schon gar nicht mit dem Ritter. Das heißt, du wirst hier weiterhin für die seelische Gesundheit sorgen und ein paar Witzchen erzählen zwischendurch, wenn deine Kameraden am Abkratzen sind. Genau, das muss dann ein Sniper-Shot werden, oder? Sie hat noch einen Buff. Plus 5 Speed, das heißt nochmal brauchen wir es nicht. Ja, macht dann am meisten Sinn so. Ja, nicht mal er kann bis ganz nach hinten hier durchgreifen. Da muss man fast einen Bellow nehmen. So, zahlt sich hier, der hat noch 8 HP. Wie viel Schaden macht Dazzling Light? Zu wenig. Das Judgment könnte es schaffen. Macht 3 bis 7, da brauchen wir schon Crit. Crit Chance ist 6%. Nö, da heilen wir nochmal. Und zwar alle. Na, immerhin 8. Insgesamt 8 geheilt. Ja, markieren kannst du mich bis zu Schwarzfürst, mein Freund. Das ist mir vollkommen gleichgültig. Ja, nochmal. Inspiring Cry, von mir das. Jetzt dürfen wir uns nicht zu viel Zeit lassen hier mit dem letzten. Jetzt rutscht er wenigstens mal in Position 3. Da kann ich ihn schon ein bisschen besser erreichen. Da kann sie sich selber heilen. Naja, das hätte ich vielleicht lassen sollen. Die hat nur noch 11 HP da hinten. Na egal, zu spät. Zu spät. Haben wir ganz schön lange gebraucht bei den paar. Ja, jetzt nicht so... nicht so schwierigen Gegnern. Ich habe kein einziges Mal was futtern müssen. Ich habe 18 Food mit. Das geht gar nicht. So. Da hau rein. Okay, bringt nichts mehr. Darfst du auch nochmal. So, ein Sarg. Ich habe schon wieder vergessen, was wir da beim letzten Mal reingeschüttet haben. Aber wir müssen mal mit einer Fackel. Nö. Ein Skeleton Key, ob der was entsperrt? Nein, auch schade um die Kohle, die ich da verpulver. Okay, also beim Sarg geht anscheinend gar nichts. Und es ist auch gar nichts drinnen. Super, das hat uns nur ca. 750 Gold gekostet. Ist ja geil. Und da hinten kommen noch die ganzen Kisten, wo ich jetzt sicher alles hätte einsetzen können. Ja, schade. Oh, Falle. 60, 60, 60, 50. Das ist alles. Ja, ganz schön enttäuschend. Na bitte. 60% reichen auch, wenn es sein muss. Wenigstens da noch ein bisschen was drin. 100 Gold. Reicht fürs Zugticket dann zurück wahrscheinlich. Ja, eine Karte, ganz wichtig. Unbedingt. Okay, jetzt... Ja.
Ob man fürs, kriegen wir eigentlich fürs, für einen Kampf auch Erfahrung extra oder geht es dann um die Missionen? Ich würde fast eher vermuten, dass ein Kampf selber da jetzt nichts bringt. Ja, da hätten wir was brauchen können. Ah, die Medicine Labs, ich glaube, die können wir da einsetzen. Yep. Super. Super. Vielen Dank. Kannst du wenigstens noch was futtern, bitte? Nee, nee, nee. Da. Nimm. Iss. Was ist das für ein Ding? Oh, das ist, glaube ich, gefährlich an und für sich. Troubling Effigy. Sollen wir es anzünden? Anzünden ist meistens nicht gut. Willst du was essen? Nee. Sicher? Ich risk... Nee, aber... Was ist, wenn da was passiert mit ihm? Nehmen wir ihn. Vielleicht wird er dann quirklos. Healer's Gift. Was ist das? Ja. Positiv auf jeden Fall. Super, aber... Meh. Sag ich mal. So, den da hinten machen wir es auch noch platt. Ja, Stress. Stresst sich selber. So, HP Damage ist mir ziemlich egal jetzt. Jetzt geht keiner mehr drauf. Deswegen gehen wir jetzt auch voll hier auf Attacke. Super, und Stress geheilt. Das ist schön. Das ist schön. Die Trolle da hinten muss zuerst sterben. Wenn es irgendwie möglich wäre. Bitte, danke. Super, die machen wir jetzt. Kickbox! Du heilst Stress, wer hat am meisten? Du hast 33. Du warst gestunt. Jetzt versuchen wir auch... Ah, schade, er ist als erstes dran. Den hätte ich jetzt gerne nochmal gestunt. Dann... Macht es am meisten Sinn, wenn wir deine Knochen hier mal über den Rasen verteilen. Noch ein Stun wäre ganz nett, hm? Super. Können wir mit dem Kreuzritter noch einmal hier Inspiring Cry ausführen. Nehmen wir mal eine andere, von der ich mir sicher bin, dass ich die weiterverwenden möchte. Ihn hier zum Beispiel. Und dann darfst du... Ja, nee, fertig machen. Oh, das geht gar nicht. Random Target, das ist natürlich schlecht. Bowler ist auch schlecht. Suppressing Fire geht nicht, Sniper Shot geht nicht. Ja, was machen wir? Random? Mit Ausgang ungewiss oder lieber eine Bowler und zumindest die Hälfte des Schadens? Ich glaube, ich nehme eine Bowler. Wir machen den nämlich auf jeden Fall fertig. Super, sogar unsere Soneri. Nicht schlecht. Brav. Gibt es wenigstens noch mal ein bisschen Kohle? Irgendwie habe ich so den Eindruck, ich habe mehr ausgegeben, als ich da jetzt verdient habe. So, gehen wir noch in den letzten Raum. Man weiß ja nicht. Nix, nur eine schöne Aussicht. Ein Pilzwald. Dann geht's nach Hause. Ja, alles in allem zufrieden. Hab zu viel Kohle ausgegeben. Aber eben, ja, bei der letzten Mission, die auch eine Level 1 war, war deutlich mehr los. Also sowohl an Gegnern, ich habe auch mein Essen wirklich gebraucht. Naja. Boah. Okay, Range ist nicht so schlimm beim Gibar. Das ist schlecht. Und das bringt nicht so viel. Nee, alles in allem ziemlich enttäuschend, unser B-Team hier. Ist ja nicht umsonst das B-Team. Muss schon sagen, auch von der Zusammensetzung her, aber das war wahrscheinlich zu merken anhand meiner etwas skeptischen Kommentare, bin ich nicht ganz zufrieden. Wir werden das B-Team aber gleich nochmal einsetzen, vielleicht mit einer bisschen anderen Komposition. Und werden da die Zeit nutzen, um hier mal die Freya vom Stress zu befreien. Was magst denn du, meine Liebe? Hm? Wäre das hier was für dich? Yep. Rein mit dir. Sonst noch jemanden, der Stress heilen muss? Nicht unbedingt. Der Patris eventuell.
Aber sollte man die Zeit nutzen, um seine Quirks ja, zu heilen? Die Frage hat sich sofort beantwortet. Das wird zwar teuer, aber ist unbedingt notwendig. Und haben wir noch einen Quirk, der weg muss? Das ist mir egal. Das ist mir egal. Super. Bei dir? Only Flagellate ist mir egal. Darf nicht spielen, ist mir auch egal. Und die Freya... Die muss auf jeden Fall... Slow Reflexes ist schlecht. Mehr Stressschaden gegen Unholy ist auch schlecht. Hm. Ach so, ist die gerade schon woanders unterwegs? Okay, na gut, dann nicht. Ja, die Krankheit von Watson, die ignorieren wir mal für eine Runde. Echt, sonst niemand, bei dem ich Quirks hier verbessern kann. Ja, die sind mir zu teuer, also das möchte ich echt jetzt da nicht unnötig verschwenden, die Kohle. Wen haben wir denn sonst noch? Gleich mit dem dritten Kreuzritter hier beginnen. Und nochmal, Und unsere Surdeval. So, wen möchte ich eigentlich im B-Team austauschen? Mit wem war ich nicht so zufrieden? Unsere Dufai, die hat mir nicht wirklich gefallen. Stattdessen könnte man nämlich den Surdeval wieder ins Team aufnehmen. Ja, das gehört geheilt. Dann machen wir das auch so. Der wird mal hier geheilt. Und einstweilen werden wir uns nochmal mit der Duvai im B-Team begnügen müssen. Alternativ könnt ihr natürlich auch den Alice hier gleich mitnehmen. Bin mir auch noch nicht ganz sicher, Gut. Schauen wir nochmal kurz, ob es neue Rekruten gibt, die interessant sind. Seeker Lepper. Wie sieht unser momentaner Lepper aus? Slow Draw. Minus 4 Speed in der ersten Runde ist echt zum Kotzen. Dafür macht er mehr Damage im Cove und bessere Stun Resistance. Aber dafür auch nochmal mehr Stress Damage. Wie sehen denn da unsere anderen aus? Also ein Gambler ist mir egal. Ein Warren, ja, ist okay. Warrior of Light. Oh, plus 10 Damage, wenn Torch über 75. Oh. Okay, das ist ziemlich unnötig. In Town will never drink. So ein braver. Der gefällt mir, muss ich sagen. Wer war das, der Tormente? Wen können wir noch rauswerfen? Wo ist es nicht schade drum? Naja, wahrscheinlich eh den Munevil, ne? Obwohl ich den abgegradet habe. Ich muss damit echt warten. Das war eigentlich ziemlich dämlich. Kann ich den Roster jetzt größer machen? Aber ich sollte nicht so viel Kohle jetzt schon dafür ausgeben, ne? Kostet mich alle Deeds, die ich habe, alle 12. Naja, aber ein Lepper reicht mir, glaube ich. Ich brauche auf keinen Fall zwei. Ich werfe die Folio raus. Mit einer Aberlass-Klasse bin ich eh nicht so zufrieden. Außerdem haben wir noch eine andere. Ja, so ist es. So, willkommen. Tormente. Und unser Man-at-Arms. Ja, ist okay. Das ist ganz und gar nicht okay. Der macht nämlich vor allem Melee-Attacken. Für mehr HP. Mehr HP ist schon geil. Und wie sieht der andere aus? Okay, das ist egal. Das ist auch egal. Ja. Den Rest lassen wir so. Alles klar. Das soll es dann für diese Episode gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und freue mich drauf, euch bei der nächsten Episode willkommen zu heißen. Macht's gut, ciao.